Address Translation. Das hatten wir am Anfang gesagt. Der Code oder andersrum, die Speicherzuordnung soll ja transparent für den Prozess erfolgen. Das heißt, ich als Prozess möchte eigentlich gar nicht wissen oder soll gar nicht wissen, wo ich physikalisch tatsächlich liege. Ja. Und schauen wir uns mal an. Das ein Thema, was da reinspielt, das nennt sich Hardware-basierte Address Translation, wo die Adressen, also die Hardware-Adressen übersetzt werden. Und was passiert da? Jeder Zugriff auf den virtuellen Adressraum, das heißt, wenn mein Programm auf den virtuellen Adressraum zugreift, dann wird das durch die Hardware übersetzt. Das heißt, tatsächlich die Hardware kümmert sich darum, nicht das Betriebssystem, dass eine andere Adresse verwendet wird, wo die Daten tatsächlich dann liegen. Und die virtuelle Adresse, die ich in meinem Programm verwende, das kann jetzt zum Beispiel 0 sein, wo ich starte, die wird dann in eine physikalische Adresse umgewandelt. Die Aufgabe vom Betriebssystem dabei ist eigentlich die Verwaltung vom Speicher, das ist also auf Englisch Memory Management. Da gehört auch dazu, dass der Speicher neu allokiert wird. Und auch die Verwaltung von freien Speicherbereichen. Also ich muss mir irgendwo merken, zum Beispiel in der Liste, wo sind Segmente, wo ich jetzt irgendwas reinladen könnte. Also ich bin ja nicht permanent damit beschäftigt, Prozesse zu stoppen und die besser zu zusammenzupacken, sondern wenn jetzt ein Programm rein oder ein Prozess startet und ich möchte Daten reinladen, kann ich erstmal in meine Liste schauen, wo habe ich denn jetzt eigentlich Speicher, wo das reinpassen könnte, dann kann ich das reinladen. Wir haben, das haben wir implizit schon in den ersten beiden Teilen verwendet, aktuell zwei Annahmen. Die eine ist, der Adressraum, der virtuelle Adressraum, den wir verwenden, ist immer kleiner als der physikalische Speicher. Das ist aktuell eine Annahme, die macht uns einfach das Leben einfach. Das heißt, wir gehen hin und sagen, egal was für ein Prozess ich lade, das, was er in Speicher braucht, ist weniger als das, was ich physikalisch habe. Ja. Diese Annahme heben wir dann in der späteren Vorlesung auf. Und die zweite Annahme erstmal ist eben, dass jeder Adressraum gleich groß ist. Das heißt, er ist 64 Kilobyte oder 128 Kilobyte groß, aber er ist eben immer gleich groß für meinen Prozess. Das heißt, egal welchen Prozess ich starte, er bekommt immer die gleiche Menge Speicher zugeordnet. Und das war auch ein bisschen das Bildchen vorher aufgebaut, einfach, dass es jetzt vom Denkmodell her einfacher ist für uns. So, ein Beispiel. Wie das funktioniert. Als Codebeispiel haben wir jetzt was, was einen Wert aus dem Speicher rausliest, um 3 erhöht und dann wieder zurückschreibt. Ja, also ich habe hier eine Void-Funktion, also auch eine Funktion, die mich zurückliefert in C. Ich nehme dann eine Variable x, die bekommt den Wert 3000. Dann wird das x genommen. Zu dem x wird die 3 dazu addiert. Und wird ja an der Stelle auch wieder reingeschrieben. Ja? Und diese Zeile sieht dann in Assembler-Code sinngemäß so aus. Ich habe einmal den Mov-Befehl, wo ich den Wert in das ERX-Register reinlade. Ich habe einmal den Befehl, wo die 3 dazu addiert wird und wo zurückgeschrieben wird in den Speicher. Ich habe es hier nochmal zusammengeschrieben. Im ersten Schritt wird die Adresse von x in das Register EBX geladen. Ne, das ist dann die erste Zeile. Dann wird der Wert an der Adresse also der Wert, der in der Adresse steht, wird dann in das General Purpose Register EAX reingeladen via Move. Das ist dann der Teil. Der dritte Teil ist dann, es wird 3. auf das Register drauf addiert. Das war dann das Add an der Stelle. Und dann wird der Wert in ERX, also das, was drin steht, zurück in den eigentlichen Speicher reingeschrieben. Ja? Und zwar an dieselbe Stelle, von der geladen wurde. Das ist quasi was das Rausladen und das Reinschreiben. Das ist die Adresse. Das ist das, was mit diesem Move-Befehl hier an der Stelle passiert. Sinngemäß. Einfach, dass man sich mal ein bisschen vorstellen kann, was an der Stelle passiert. So, jetzt habe ich diesen Wert rausgelesen, also das ist so diese Speicherinteraktion. Ich habe was drauf addiert und wieder reingeschrieben. Das Addieren passiert in der CPU. Ja, also dieser Add-Befehl, das ist ein reiner CPU-basierter Befehl. Beim Move-Befehl, da habe ich wirklich diese Speicherinteraktion. Ja, das sind so diese vier Aktionen, die ausführen.
oder deprecieren. Wenn man sich das von den Speicherzugriffen mal vorstellt, was da passiert, also aus Sicht vom Prozess, gibt es da ein paar mehr Speicherzugriffe. Also erstmal rechts nochmal so das Bildchen, wie das aussieht, ein bisschen detaillierter als das, was wir bisher hatten. Der eigentliche Programmcode, also den Assembler-Code, den wir gerade gesehen hatten, der liegt hier oben. Der ist statisch, der ist einfach festgeschrieben. Dann habe ich hier den Heap, ne, der wächst dann wieder nach oben. Und ich habe hier einmal den Stack, der wächst nach unten. Und da ich hier eine Variable hatte, also das x, das auch definiert wäre, liegt dieses x an dieser Stelle auch im Stack, ja, also nicht im Heap an der Stelle. Und auf Seiten vom Prozess passiert das so, dass die Instruktion von der Adresse 128 geladen wird. Das ist dann die erste Zeile, die wir haben. Dann wird die Instruktion ausgeführt, also lade was von Adresse an der Stelle 15 KB. Das ist da unten, was da drin steht. Dann wird die nächste Instruktion von Adresse 132 geladen. Das ist der App-Befehl, den wir da drin stehen haben. Dann wird die Instruktion ausgeführt. Da ist jetzt keine Speicherreferenz drin, also das Add. Das ist eben komplett in der CPU, was da passiert. Dann wird eine Instruktion von Adresse 135 geladen. Das war dann eben der zweite Move-Befehl. Und dann wird wieder die Instruktion ausgeführt. Und an der Stelle wird eben wieder in den Speicher in die Adresse 15 KB reingeschrieben. Das heißt, ich habe dann danach an der Stelle diese 3003 drinstehen. Und so kann man sich jetzt ein bisschen diese ganzen Speicherzugriffe vorstellen. Das heißt, es wird einmal auf den Speicher zugegriffen, wenn ich meine Programminstruktionen lese, ne, in meinen Adressraum, das ist das da oben. Und es wird jedes Mal auf den Speicher zugegriffen, wenn ich Variablen oder Werte aus meinem Speicher rauslese oder reinschreibe. Ne, das sind immer diese Interaktionen mit dem Speicher an der Stelle. Aus der Sicht des Prozesses, ja, und das ist jetzt ein bisschen der Blickwinkel, den man sich bei dieser Address Translation mal anschauen muss. Aus der Sicht von dem Prozess beginnt der Adressraum bei 0. Ne? Wir haben ja in den Bildchen vorher gesehen, dieser komplette Block liegt irgendwo. Ne? Und hier nochmal das Beispiel. Tatsächlich habe ich hier das Betriebssystem, das liegt tatsächlich bei 0. Nur das fängt an, läuft bis 16 KB. Dann habe ich sehr viel Speicher, der nicht verwendet wird. Dann habe ich hier den Code, den Heap, ne? Zwar allokierter, aber nicht genutzter Speicher und hier unten den Stack. Das heißt, von 32 bis 48 KB ist das alles an der Stelle mein Speicher für meinen jetzigen Prozess und unten drunter ist nichts mehr. Für das Programm selbst, ja, also der Code, der da drin läuft, der denkt aber, er selbst läge da oben bei 0. Das heißt, der fängt gar nicht bei 32 an. Bevor ich dann weitermache, schaue ich dann mal rein, heißt das, dass für Berechnungen nicht extra, zum Beispiel, es kommt, also die Frage ist, ob Werte reingeladen werden. Das hängt ja davon ab, was reingeladen werden muss. Also in unserem Beispiel war ja zum Beispiel die 3, die drauf addiert wird, die war ja schon im Programmcode enthalten, also das plus 3. Also wenn man sich das vorstellt wie bei einer Schleife, ich durchlaufe eine Schleife, ich habe ein i plus 1, dann muss der Wert i geladen werden aus dem Speicher, weil der da irgendwo drin liegt. Aber die 1 ist in dem Befehl enthalten und dieser Befehl wird ja in den Prozessor reingeladen. Das heißt, da habe ich den extra Speicherzugriff. Wenn ich einen Befehl drin habe, der heißt 1 plus 2, dann muss die 1 in die 2 nicht geladen werden. Wenn ich das aber in eine Variable reinschreibe, ne, also zum Beispiel x ist gleich 1 plus 2, dann habe ich wieder so eine Schreiboperation drin. Ne, also dann muss ich doch immer wieder auf den Speicher zugreifen. Kernel Stack, also auf den Stack gehen wir nochmal zurück, aber Kernel Stack war, das glaube ich, hat man in der letzten Vorlesung prozessspezifisch, ne, wird da mitgeführt. Genau. Was hatten wir? Genau, das war ein Programm. Und das Programm denkt jetzt erstmal, okay, ich fange bei 0 an, ne, und da kümmert sich jetzt noch mein Betriebssystem drum. Das heißt, in echt liegt der Anfang von dem Adressraum eben nicht bei 0. Alle Variablen oder alles, was ich referenziere, muss innerhalb von diesem Bereich liegen, also von 32 bis 48 KB. Und jetzt ist genau die Frage, die vorhin passiert ist, was mache ich denn, oder die vorhin aufgetreten ist, was mache ich denn, wenn jetzt da oben oder unten dieser Speicher so fragmentiert ist, dass da nichts mehr reinpasst? Und dann geht genau das Betriebssystem hin, nimmt diesen Block und kann den verschieben. Und das Verschieben muss ja passieren,
ohne dass mein Programm irgendwas davon mitbekommt. Ja, und da schauen wir uns jetzt an, wie dieser eine Teil auch funktioniert. Und zwar gibt es auf der CPU, und zwar auf einer CPU, genau zwei Register, die nennen sich einmal Base und Bounce. Und was im Prinzip gemacht wird, ist, jedes Programm wird so kompiliert, als würde es an der Speicheradresse 0 laden, ja, und auch dort starten. Das heißt, das Programm denkt erstmal, hey, ich starte bei 0 und damit kann das eigentlich dann rechnen. Allerdings ist es so, in dem Moment, wenn der Prozess geladen wird, überlegt sich ja das Betriebssystem, oh, wo habe ich denn jetzt Platz in meinem Speicher? Und da lade ich mal diesen Prozess rein, ne? Mit seinen drei Blöcken, mit dem Code, mit dem Stack und auch mit dem Heap. So. Und da, wo das hingeschrieben wird, ne, also im physikalischen Speicher, diese Adresse, die wird in Base reingeschrieben in das Register. Also das ist dann mein Base-Register, wo ich weiß, hier startet tatsächlich mein Programm. Und jedes Mal, wenn das Programm auf Speicher zugreift, zum Beispiel eben auf eine Variable, dann berechnet sich die physikalische Adresse immer aus dieser virtuellen Adresse plus dem Base. Das heißt, wenn ich dann eben an die Stelle 0 zugreifen würde, dann würde ich nochmal das Base dazu rechnen und dann bin ich bei der physikalischen Adresse. So komme ich dann dahin. Das Bounce-Register, das gibt dann das Limit vom physikalischen Adressraum an. Und dann gehe ich nochmal zurück in das Bildchen hier. Das Base wäre hier an der Stelle das 32 und das Bounce wäre an der Stelle das 48. Ne? Das wären diese beiden Adressen. Und wenn ich jetzt eben sage, ich möchte irgendwo an der Stelle beim Heap zugreifen, also gehen wir mal einfach mal geschätzt, das ist jetzt vielleicht irgendwas mit 41, ja, dann würde ich eben sage ich nicht die 41, sondern, was hätte ich dann, 8, 9, genau. Also das Programm selbst würde sagen, ich greife auf 9 kb zu, dann werden die 32 kb oben drauf gerechnet und so bekomme ich dann die physikalische Adresse von 41. Ja, also so funktioniert das an der Stelle. Und da muss ich eben die CPU auch drum kümmern. Das heißt, damit habe ich einmal die Base und die Bounce-Register gesetzt. So. Und der Teil der CPU, der das macht, also der genau sich um diese beiden Register kümmert, das ist das, was man Memory Managed Unit nennt. Also das ist kurz MMU, das haben Sie bestimmt dann vielleicht schon mal hier oder da gelesen. Und das hat eben jede CPU und jede CPU hat das genau einmal. Ja, und die machte eben diese Übersetzung für die CPU. So. Wenn ich mir das nochmal anschaue, also von den Hardware-Anforderungen, also es geht nicht ohne Hardware. Also ich kann jetzt so ein System nicht nur mit einem Betriebssystem lösen, sondern da muss Betriebssystem und die Hardware auch miteinander funktionieren. Und da kann man sich auch schon überlegen, warum eben nicht jedes Betriebssystem auf jeder Hardware funktioniert, weil es eben unterschiedliche Abhängen gibt. Und da schauen wir uns mal an. Ich brauche einmal den privilegierten Modus. Ja, den hatten wir ganz am Anfang in der allerersten Vorlesung. Und der wird benötigt, dass ich Programme daran hindern kann, also wenn die im User-Modus laufen, dass sie irgendwelche privilegierten Operationen ausführen. Zum Beispiel auf den Speicher zugreifen, sich selbst zu reallokieren, irgendwie eine Referenz auf eine Datei zu erzeugen, und zwar willkürlich auf die Hardware zum Beispiel zuzugreifen. Das heißt, für diesen privilegierten Modus brauche ich eine Hardware-Unterstützung, der das regelt. Dann hatten wir jetzt ja gesehen, ich brauche diese Base- und Bounce-Register, also dieses eine Paar. Und dieses Registerpaar ist eben pro CPU. Wenn ich mehrere CPUs habe, braucht das eben jede CPU. Und die kümmert sich dann um die Address Translation, also das Berechnen, aber auch der Prüfung auf den Speicherzugriff. Das heißt, greife ich auf den Speicherbereich zu, der außerhalb von meinen Bounds liegt? Und das war eigentlich auch die Frage vorher, kann ein Programm das machen? Ja, es sollte nicht, weil genau da soll abgeprüft werden, ob ich außerhalb dieser beiden Adressen liege. So, was haben wir noch? Privilegierte Instruktionen, um Base- und Bounce-Register zu ändern. Und das setzt genau einen Punkt, was das Betriebssystem bei Programmstart machen können muss. Es muss ja, wenn es den Prozess reinlädt, muss es Zugriff auf diese Register haben in der CPU. Das heißt, es muss sagen, mein Prozess läuft jetzt hier und da. Und dann muss es eben diese beiden Adressen auch setzen können in der CPU. Und ich brauche eine Möglichkeit, Exceptions zu werfen. Und zwar, was passiert denn eigentlich, wenn der Prozess tatsächlich versucht, außerhalb vom virtuellen Adressraum auf den Speicher zuzugreifen? Ja, genau, da ja, zwei Tippfehler drin. Oder auch versucht, eine privilegierte Operation auszuführen. Also wenn diese beiden Dinge passieren,
soll eben entsprechend eine Exception geworfen werden. Und jetzt muss ich einfach auch der Hardware sagen, welchen Code im Betriebssystem führst du aus, wenn genau so ein Fehler passiert. Ne? Das muss ich eben im Vorfeld schon definieren und muss das eben pro Exception auch entsprechend hinterlegen, dass es ausgeführt werden kann. So, das ist das, was die Hardware uns mitliefern können müsste. Und es wäre jetzt so einfach, ne? Also es klingt ja alles schon auch sehr einfach, aber es gibt an der Stelle ein paar Herausforderungen. Das eine ist, und das war auch die Frage von vorhin, bei Prozessstart muss das Betriebssystem erstmal einen geeigneten freien Speicherbereich finden und auch allokieren. Das ist in unserem Fall erstmal sehr einfach. Ja, weil wir haben ja gesagt, also im aktuellen Fall noch sehr einfach, wir haben ja gesagt, also A, das Programm passt immer rein, also der virtuelle Adress, der virtuelle Adressraum ist immer kleiner als der physikalische Adressraum, der passt da rein und die sind immer gleich groß. Das heißt, das Finden kann bei uns erstmal durch eine Liste passieren, ja? Weil sobald ich einen freien Slot finde, würde ich wissen, mein Programm passt rein. In echt ist es schwieriger, weil eben diese Slots kleiner sein können als das, was ich bräuchte für mein Programm. Ja, und ich muss die entsprechend auch finden. Bei Prozessende, das hatte ich vorhin ja auch gesagt, entweder freiwillig oder anderweitig, das heißt auch wenn ich so einen Prozess zum Beispiel kille, da muss der Speicher wieder freigegeben werden. Und ich muss diesen Speicher auch wieder in die Liste mit freiem Speicher eintragen. Das heißt, ich muss sagen, hey, da ist Speicher, auf den kann ich zugreifen. Und optimalerweise Datenstrukturen, die da rumliegen, die soll ich auch da aufräumen, ne, dass ich eben auch solche Uninitialized Reads vermeiden kann. Na, also da muss ich mich auch drum kümmern an der Stelle. Dann haben wir jetzt eben noch zwei Register kennengelernt, das Base- und Bounce-Register. Und vorhin war ja auch schon mal die Frage nach Context-Switch. Ich muss pro Prozess mir dieses Base- und Bounce-Register erstmal merken und wegspeichern, beziehungsweise wenn ich einen Prozess wieder lade, muss ich das auch, also diese beiden Register auch wieder neu laden und auch wieder setzen. Wir haben ja hier noch eine ganz vereinfachte Annahme. Und zwar sagen wir, dass alle Prozesse aktuell im Speicher liegen. Das heißt, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass ich so einen Speicher komplett leerräume, wenn der Prozess zum Beispiel blockiert ist oder wartet. Also der bleibt bei uns ja erstmal liegen. Das heißt, wenn ich drei Prozesse gleichzeitig am Laufen habe, dann ist der Speicher auch entsprechend reserviert. So. Noch so eine Herausforderung, wenn der Prozess im Speicher reallokiert wird, also wenn ich den jetzt irgendwie verschiebe, um Platz frei zu machen, dann muss ich einen laufenden Prozess auch stoppen, also von Betriebssystemseite. Das heißt, ich muss hingehen, sagen, hier, du kommst jetzt in einen anderen Status, dann kann ich dich verschieben und dann kann ich dich auch wieder starten als Prozess. Genau. Und eben diese Exception-Handlers werden benötigt, dass das Betriebssystem Code bereitstellt, die eben bei Fehlern auftreten.